Hi, ich bin Alex. Ich mache meine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker bei der Firma Solarlux. Meine täglichen Aufgaben sind recht vielfältig. Also ich bin generell in der kompletten Produktion, der Schlosserei und auf Montage. Und da hat wirklich alles, was mit Metall zu tun hat. Schweißen ist ein großer Teil unserer Ausbildung, aber auch die anderen. Weil so vom Bohren, Montieren, das gehört halt alles dazu, was wir lernen. Das sind halt alles Sachen, die kannst du halt auch zu Hause gebrauchen. Man kann halt alles auch selber was mit anfangen, auch privat. Man wird halt täglich auch vor verschiedene Herausforderungen gestellt und man muss sich halt wirklich Gedanken machen, wie löse ich das jetzt am besten, wie mache ich das am besten. Und dann kannst du halt wirklich auch wirklich ins Detail gehen, kannst halt feiner bei bis auf ein Zehntel Millimeter, kannst das alles machen und es macht halt einfach Spaß. Also für mich war das Highlight einfach die Montage, einfach wirklich zu sehen, wie sieht unser Endprodukt aus, ne? Wie ist das aufzubauen, wie die Kunden zu sehen, die sich dann darüber freuen. Also das macht immer Spaß, das immer zu sehen. Gerade die Häuser dann mit den coolen Dächern und alles. Unter den Kollegen versteht man sich super, ist halt alles ganz locker. Wir duzen uns alle, selbst mit dem Chef. Nach der Ausbildung, also erstmal, du kannst klar ganz normal in der Produktion arbeiten, auf Montage. Du kannst dich aber auch weiterbilden, also Richtung Meister, Techniker, die stehen eigentlich alle Türen offen.